Hallo, Dominik hier von fkfilme.de. Ich bin hier gerade auf der Panasonic Convention und möchte euch das aktuelle 2019er 4K Blu-ray Player Lineup zeigen. Hier gibt es auch nicht so viel Neues. Hier haben wir den UB9004, den Premium Player, der schon letztes Jahr angekündigt wurde und der auch schon ausgeliefert wurde, ist sehr gut am Markt angekommen. Insgesamt hat Panasonic bereits einen Marktanteil von 45% und das auch vielleicht ein Grund, warum sich ein Samsung aus dem Markt zurückzieht. In diesem Jahr wird auch noch weiterlaufen der UB824, auch mit Dolby Vision und HDR10, HDR10 Plus und HLG, so wie jetzt hier das 9000er Gerät, auch mit Twin HDMI Ausgang, den ganzen Streaming Apps. Und dann haben wir hier drüben noch hier oben den UB450, der nicht bei uns in den Handel kommen wird, sondern hier unten haben wir den UB154, der mit nur einem HDMI-Ausgang, HDR10 Plus, HDR10, HLG. Und das ist so ein Einstiegsplayer. Ich glaube, der kostet 159, also ein relativ günstiger Preispunkt, der jetzt auch letzten Monat, also im Februar 2019, schon in den Handel gekommen ist. Und zum Schluss hätten wir dann noch die ganzen USB oder 4K-Player inklusive Recorder und Receiver, gibt es dann jeweils in verschiedenen Modellen, also für Satellit bzw. Antennen- und Kabel-Receiver in verschiedenen Größen auch mit, also mit, ich glaube, 1 TB oder 2 TB Festplatte, ich glaube auch sogar 500 GB Festplatte. Und genau, und diese Modelle gibt es dann auch, also zum Beispiel den UBS90 oder UBC90, also C steht dann hier für Antennen oder Kabel und das S jeweils für Satellit. Genau, hier zum Beispiel der UBS70, der hat nur 500 GB, während genau die 90er-Serie 2 TB an Speicher hat. Da können direkt die Programme, wenn sie nicht verschlüsselt sind, abgespeichert werden und aufgenommen werden. Haben dann auch Twin Tuner integriert, also kann man auch weiterschauen, während man ein anderes Live-Programm aufnimmt. Mehr Informationen auf 4kfilme.de, abonniert unseren YouTube-Kanal oder gebt dem Video einen Daumen nach oben.